und plötzlich kann er sich kaum noch bewegen. Anfang des Jahres war Patrick Zocher aus Potsdam noch Müllmann, Model und fittes Muskelpaket. Eines Nachts setzen dann aber Kopfschmerzen ein. Und das waren die ersten Alarmzeichen von ALS, einer unheilbaren Nervenkrankheit. Jetzt heißt es für ihn, jeden Tag leben, als wäre es der letzte. Patrick Zocher, Vollinvalide und todkrank. Der 40-Jährige ist heute hilflos wie ein kleines Kind. Vor nur wenigen Monaten sah er noch so aus. Müllmann bei der Stadtentsorgung und ein vor Kraft strotzender Athlet. Seine Frau Nicole kämpft mit Patrick um ihr gemeinsames Leben. Das Schlimmste ist wirklich zu sehen, wie Patrick jeden Tag ein Stück mehr seiner Selbstständigkeit verliert. Es wird immer Patrick bleiben, aber eben Patrick nicht mehr so, wie er mal aussah und wahrscheinlich auch nie wieder aussehen wird. Denn die Erkrankung von Patricks zentralem Nervensystem ist unheilbar. ALS bewirkt einen rasanten Abbau der Muskeln bis zur Atemlähmung. Das Unheil kam über Nacht, vor einem halben Jahr. Ende Februar diesen Jahres bin abends ganz normal ins Bett gegangen. Da war nichts. Und nächsten Morgen bin ich aufgestanden, hatte mega Kopfschmerzen und einen unheimlichen Druck in der Halswirbelsäule. Ich hatte innerhalb von 2 Monaten, März, April, 20 Kilo verloren, wo dann auch die Vordiagnose zu ALS diagnostiziert worden ist. Binnen 5 Monaten zum Pflegefall. Nicole musste entscheiden, weiterarbeiten gehen oder die 24-Stunden-Pflege für Patrick übernehmen. Mein Entschluss stand fest, als ich nach Hause kam, vor gut 2 Monaten, und Patrick in der Badewanne saß und mich angeguckt hat und meinte, er sitzt seit 6 Stunden in der Wanne, weil er nicht mehr rauskam, weil er so kraftlos war. Dachte mir, das geht nicht, das geht einfach nicht. Ich habe meine Arbeit aufgegeben und möchte jetzt einfach für Patrick da sein. Für Patrick da sein, das wollen auch seine Ex-Kollegen. Jeden Freitag besuchen sie ihren ehemaligen Kollegen, fahren bei Dienstschluss mit dem großen orangen Müllauto bei Patrick vor. Kick mal hier. Oh, das ist ja geil. Einmal voll. Gerne. Patricks Kollegen sind schockiert von der schnell voranschreitenden Krankheit. Noch vor wenigen Monaten war er mit ihnen auf Tour, verrichtete körperlich schwere Arbeit. Es ist halt komisch, weil ihr seid erst 4 Jahre älter wie ich. Er ist 40, ihr sagt, ich bin 36. Das ist natürlich schon irgendwo, wo einen drüber nachdenken lässt. Wo man halt dann sich unsicher ist, sag ich mal, was eigentlich so das Leben für einen parat hat. Ne? Also es ist das beste Beispiel hier gerade. Da ist man schon echt erschrocken auf jeden Fall. Ne? Das muss man einfach so sagen. Das ist schon hart. Man guckt sehnsüchtig jedes orange Fahrzeug hinterher und sagt, Mensch, das hat auch mal gemacht. Und es ist noch ja nicht so lange her. Ja, und dann wehmütig muss man dann auch wieder einstehen, dass es vorbei ist. Ja, also die Zeit ist allemal vorbei. Und da freue ich mich natürlich, dass die Kollegen dann vorbeischauen und sagen, ey, auch wenn du krank bist, du hörst immer noch dazu. Das freut mich sehr. Patrick ist immer tapfer, lässt sich seinen Schmerz nicht anmerken. Doch tief in ihm sieht es anders aus. Wenn die Kollegen dann auch weg sind und man hat eine ruhige Minute, dann fließen dann manchmal auch ein paar Tränen. Ich wurde meiner Eigenständigkeit und mein eigenes Leben und meiner Männlichkeit beraubt. So fühle ich mich. Nicole denkt positiv und versucht immer gute Laune zu verbreiten. Doch sie weiß nur zu gut, was in ihrem Mann vorgeht. Mein besonderes Ziel, ihm diesen möglichst normalen Alltag zu geben, wo er auch mal für einen Moment nicht dran denken muss, würde ich vor ihm weinen. Er könnte mich nicht mal in den Arm nehmen. Er kann die Arme nicht bewegen. Er würde so hilflos daneben sitzen. Wenn ich abends dann ins Bett gehe, wenn alles soweit fertig ist und er auch schläft, ist es einfach grausam, weil dann kommen die Gedanken, wenn man alleine liegt. Und das ist eigentlich der Moment, wo man dann auch mal Schwäche zeigen kann, beziehungsweise wo keiner die Schwäche sieht, wo man dann wirklich auch mal weinend einschlafen kann. Passiert dir das? Wie oft? Immer. Mein größter Wunsch wäre, nochmal in mein Lieblingshotel in die Dominikanische Republik zu fliegen. Solange wie ich noch halbwegs laufen kann, sprechen kann, schlucken kann, ja, jetzt fällt ja irgendwann alles aus. Ich denke mal,
das wäre so der größte Wunsch. Ja, jetzt bin ich noch halbwegs selbstständig. Jeden Tag leben, als wenn es der letzte wäre. Ein oftmals so leicht dahingesagter Spruch. Wohl kaum jemand versteht ihn besser als Patrick.